In diesem Video gibt es Scherben. Scherben sollen ja Glück bringen. Aber was das Ganze mit Kapitation zu tun hat und was Kapitation ist, erfährst du hier. In diesem Experiment werden wir Wasser kochen, ohne es zu erhitzen. Und zwar steht hier sind das 40 Milliliter Wasser, die in so einem Glaskolben stehen. Ganz normales Leitungswasser. Innen drin ist ein Thermometer, was ungefähr 25 Grad anzeigt. Und jetzt werden wir hier praktisch die Luft rauspumpen und gucken, was passiert. Was ist jetzt eigentlich Kapitation? Und das gucken wir uns an diesem Beispiel an. Das sind zwei Zahnräder. Im Prinzip ist es eine Zahnradpumpe. Diese beiden Zahnräder drehen sich sehr schnell. Und wenn in einer Flüssigkeit ich etwas habe, was sich sehr schnell bewegt, dann kann es passieren, dass die Flüssigkeit anfängt zu kochen. Das sehe ich daran, dass jetzt immer mehr Bläschen hier entstehen und das ist im Prinzip die Kapitation. Also, Kapitation. Ich habe ein Objekt, was sich schnell in einer Flüssigkeit bewegt. Gesetz von Bernoulli heißt, je größer die Geschwindigkeit, umso geringer ist der Druck, dadurch entstehen Dampfblasen, weil der Druck unter den Verdampfungsdruck der Flüssigkeit fällt. Und wenn das Ganze wieder sozusagen auskondensiert, weil der Druck über den Dampfdruck steigt, dann werden diese Hohlräume schlagartig, verschwinden die wieder. Und das bedeutet enorme Druck- und Temperaturspitzen. Das Ganze kennt man normalerweise von Schiffspropellern. Da sieht man sehr schön an den äußeren Spitzen, wie diese Bläschen da entstehen. Und das Ganze ist ein Riesenproblem, weil das Ganze hat so eine, ich nenne es mal Gewalt, dass, wenn man sich diesen Schiffspropeller hier mal anguckt, man sehr deutlich die Spuren sieht, wie aus dem Metall hier Sachen, oder Ecken halt so richtig abgefressen worden sind. Das ist die Kavitation. Das ist auch ein Experiment, um jetzt mal Kavitation zu zeigen. Etwas ungewöhnlich. Hier geht es darum, dass ich jetzt mit dem Gummihammer hier oben drauf schlage. Und zumindest die Physik dahinter ist, dass hier unten, dadurch, dass die Flasche nach unten beschleunigt wird, ein Unterdruck entsteht. Dieser Unterdruck sorgt dafür, dass hier unten sich das Wasser anfängt zu kochen. Das heißt, es entsteht Wasserdampf und diese Bläschen, die verschwinden dann schlagartig, wenn der Druck sich hier unten normalisiert. Und dadurch wird der Rest des Wassers, hier in der Flasche ist Wasser drin, derart nach unten beschleunigt, dass es den Boden raushaut. Mal gucken, ob das funktioniert. In diesem Video sieht man das Ganze jetzt wieder mit der Hochgeschwindigkeitskamera. Das heißt, ein Bild pro Millisekunde und zack, da ist es auch schon passiert. Das war jetzt eine Verlangsamung von etwa Faktor 20. Und jetzt gehen wir mal die Einzelbilder durch.
und schauen uns das ein bisschen genauer an. So, jetzt sind wir wieder hier am Anfang und man sieht eigentlich sehr schön, dass jetzt bekommt die Flasche praktisch den Schlag durch den Hammer. Und ich zähle jetzt einfach mal die Bilder. Ist ja 1 pro Millisekunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und da sieht man schon bei 13, dass der Flaschenboden wegfliegt. Das heißt so etwa 12, 13 Millisekunden und der Flaschenboden fliegt da raus. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie ist das mit der Kavitation? Ich habe hier natürlich ungeschickterweise eine grüne Flasche genommen. Da kann man nicht reingucken oder zumindest nicht so gut. Und deshalb machen wir das Ganze jetzt nochmal mit einer durchsichtigen, also sprich mit einer, ja, farblosen Flasche und schauen mal, ob man die Kavitation dann besser zu Gesicht bekommt. Habe ich noch eine Flasche und vielleicht klappt es da ein bisschen besser. Habe ich schon vorbereitet. Wasser ist drin, normale Glasflasche und ja, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Tja, das war nicht so schön, nur der Boden. Nachdem die Flasche jetzt leider nicht so schön geplatzt ist, hoffe ich jetzt darauf, dass diese Flasche, sie ist ja jetzt durchsichtig, dass wir die Kavitation sehen. Und zack, da ist er auch schon kaputt. Gut, 1000 Bilder pro Sekunde. Mal gucken, das muss doch. Ah, ich sehe schon was. Also hier sieht man, zack, hier bekommt sie ihren Schlag ab und da sieht man die Kavitation, also sprich die Dampfbläschen, die sich bilden und die brauchen natürlich mehr Raum und wenn die sich wieder zurückbilden, also sprich wenn die Dampfbläschen wieder verschwinden, beschleunigen sie das Wasser in der Flasche derart, dass hier sieht man es krack. Hier ist ein Riss in dem Flaschenboden. Das heißt, das Wasser haut, wird so derart beschleunigt, dass das so auf diesen Flaschenboden haut, dass es die Flasche entzweit. Ja, sehr spannend, was man so mit 1000 Bildern pro Sekunde sichtbar machen kann, weil es so schön war. Nochmal, hier sieht man die Bläschen und zack, hier ist die Flasche kaputt.